Wer war eigentlich Elisabeth von Thüringen? Elisabeth wurde 1207 in Ungarn geboren. Ihre Eltern waren der König und die Königin von Ungarn und sie selbst eine waschechte Prinzessin. Schon als kleines Kind wurde Elisabeth dem ältesten Sohn des thüringischen Landgrafen versprochen. Mit 14 war es dann soweit. Sie heiratete Ludwig von Thüringen, mit dem sie 3 Kinder bekam und eine glückliche Ehe führte. Aber wieso ist Elisabeth so berühmt? Trotz ihrer königlichen Herkunft besuchte sie regelmäßig Armenviertel und kümmerte sich leidenschaftlich um Bedürftige. Das wurde vom Adel gar nicht gern gesehen. Als sie mit 20 Jahren plötzlich Witwe wurde, verstieß die Familie sie und Elisabeth zog nach Marburg. Dort angekommen, verschenkte sie ihr komplettes Hab und Gut und widmete ihr ganzes Leben Jesus Christus. Als Spitalschwester lebte sie fortan in ärmlichen Verhältnissen. Ihr Glauben und ihr Einsatz für die Bedürftigen waren so groß, dass sie vom Volk Mutter der Armen genannt wurde. Bis zur Erschöpfung setzte sie ihre Kräfte dafür ein, den Armen, Kranken und Aussätzigen zu helfen und dafür verehren wir sie bis heute. Und übrigens, auch ihr Ehemann Ludwig sah Elisabeths Hilfsbereitschaft zu Lebzeiten kritisch, sagt eine Legende. Als sie mit Vorräten den Palast verließ, überführte er sie und fragte, was sie mit sich trüge. Sie sagte: Rosen, mein Herr. Und ein Wunder geschah. Als Ludwig in ihr Gepäck schaute, hatten sich die Brote tatsächlich in Rosen verwandelt.